Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Charlie. Wir wollen heute mal die Großglocknerstraße fahren, hier in Österreich. Ja, ladet euch ein, ich selber war noch nicht dort, aber ich denke, da kriegen wir schöne Panoramen zu sehen. Ja, dann viel Vergnügen mit diesem Film und ich sage dann mal bis später. Tschüss. Ja, wir hatten heute Festwochen oder so. Wir haben also jetzt die Karte hier bekommen für 23 Euro. Ja, und dann haben wir dabei bekommen noch einen wunderbaren Aufkleber fürs Auto. So, und dann haben wir uns noch hier so ein Großglockner Erklärungsbuch geholt. Das gab es auch noch für 5 Euro. Und was im Preis noch inbegriffen war, war hier so eine kleine Karte, wo man überall hinfahren kann, hier auf dem Großglockner. Ja, das ist schon ein Erlebnis, hier auf der Großglocknerstraße zu fahren. Man immer schöne neue Panoramen zu sehen, macht richtig Laune. Und hier liegt der Schnee noch wirklich Meter hoch. Das ist schon was Tolles. Ja, und hier wachsen die Krokusse, die bei uns im Garten wachsen, wachsen hier wild, in Blau und in Weiß. Thank you.
sagenhafte Rauchquarzstufe mit Ankerit. Noch eine. Ja, da habe ich schon was Dolles gefunden. Die mussten sie sogar mit der Seilwinde bergen. Bergkristalle. Dann ein riesiger Kalzit. Ja, das ist Fluorit auf Gneis. Und hier ist eine wunderbare Bergkristallstufe mit Chlorit. Und auf den Bergkristallen sitzt noch Adula auf. Diese Stufe ist ein riesengroßer Kalzitkristall, auf dem Periklinfeldspat sitzt. Und etwas Apatit ist auch dabei. Hier eine ziemlich große Habachtalstufe mit Smaragden in Glimmerschiefer. Und hier ein Honigkalzit, der sogar an den Seiten noch mit Adularen bewachsen ist, besetzt ist. Leute, das ist ganz schön kalt hier oben und windig! So, hier fliegt der Ball der Hut weg und da habe ich keinen auf. Aber das ist hier Orkan. Thank you.
Ja, Leute, jetzt geht es hier nicht mehr weiter, ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Aber wir haben wunderbare Aufnahmen und hiermit verabschiede ich mich auch von euch und habe viel Vergnügen mit diesem Film. Und wir sehen uns demnächst mal wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss!